Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Netzwerktechnik-Serie. Heute mit dem SSH-Protokoll. So, ich habe euch letztes Mal, glaube ich, erzählt, beziehungsweise vorletztes Mal, dass wir eigentlich noch HTTPS machen wollten. Dazu jetzt ganz kurzes Ramp-up, weil ihr kennt es im Endeffekt schon. HTTPS ist einfach wirklich TLS und dann verschlüsselt über TLS HTTP. Ganz normal, es hat sich nichts dran geändert. Und das auf Port 443. Das heißt, es ist einfach exakt dasselbe wie HTTP plus TLS. Und deswegen dachte ich mir, ja, darüber ein eigenes Video zu machen, das habe ich jetzt in 10 Sekunden gesagt. Und ja, gut. Deswegen machen wir jetzt hier SSH. Und SSH ist ein bisschen kniffliger und ein bisschen spannender auch, denn es besteht aus nicht nur einem Protokoll, sondern eigentlich drei Protokollen. SSH wird dazu verwendet, um sich in einem Server einzuloggen zum Beispiel. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Shell-Befehle auf dem Server machen möchte, dann benutze ich natürlich SSH. Und ja, wir sehen uns das einfach mal kurz an. Also klar, unten drunter wird IP verwendet, dann wird TCP verwendet und dann kommt das SSH Transport Layer Protocol. Die Grafik ist übrigens von Cisco, die ist ziemlich gut gewesen, deswegen habe ich die einfach mal übernommen. Ja, und dann hier auf dem Transport Layer Protocol, das eben Verschlüsselung und so weiter handhabt, basiert auch das User Authentication Protocol und das SSH Connection Protocol. Und die beiden wechseln sich natürlich ab, je nachdem, ob sich der User gerade authentifizieren möchte oder ob er einfach ganz normal SSH benutzen möchte. Cool. Und ja, wir wollen uns jetzt im Folgenden erstmal kurz mit dem SSH Transport Layer Protocol anfreunden und dann übernächstes Mal wollen wir dann die beiden hier angehen. Okay, so, wie wird das Ganze jetzt erstmal gemacht? Und ja, jetzt habe ich doch ein bisschen Informationen zu der Authentifikation schon vorhanden bei euch. Und zwar brauchen wir am Anfang, bevor wir irgendwas machen, brauchen wir tatsächlich ein bisschen Wissen. Denn ja, normalerweise muss man natürlich irgendwie Zertifikate überprüfen oder sonst irgendwas. Bei SSH wird das einfach dem User überlassen. Das heißt, ihr könnt euch einloggen oder ihr könnt euch einfach mit SSH auf einen Server verbinden. Und der Server fragt euch dann, hey, das ist mein Public Key, oder besser gesagt, eure Shell fragt euch dann, das ist der Public Key vom Server, möchtest du dem vertrauen? Und ihr habt jetzt natürlich die Möglichkeit, den entweder zu überprüfen, wenn er von einem CA signiert wurde, oder ihm einfach so zu vertrauen. Normalerweise macht man immer ja, kann natürlich aber in einem Angriff resultieren, Man-in-the-Middle-Angriff kennen wir alle. Und ja, das kennt ihr aber wahrscheinlich auch so schon, wenn ihr euch schon mal mit SSH irgendwo angemeldet habt. Ansonsten meine Server-Einrichten-Serie, wie gesagt, hier sehr, sehr wichtig. Gut, und das Zweite, was wir brauchen, ist, natürlich muss man sich mit irgendeinem Passwort am Server anmelden. Das heißt, der User muss das Passwort schon kennen. Es muss aber auch wirklich im Server hinterlegt sein, dass es so ein Passwort gibt. Oder der User braucht einen Public Key, den er, also der Client besser gesagt, der sich einloggen möchte, muss einen Public Key beim Server hinterlegen. Denn ansonsten kann der sich nicht anmelden. Entweder braucht er ein Passwort oder ein Public Key, beziehungsweise den Private Key zum Public Key besser gesagt. Und dann können die ein ganz normales Anmeldeverfahren benutzen. Aber hier wird sozusagen der Schlüsselaustausch dem User überlassen. Das heißt, wenn es keine Schlüssel oder wenn diese Schlüssel nicht ausgetauscht werden, beziehungsweise beim ersten Mal, dann kann es ziemlich schief gehen. Denn ja, beim ersten Mal hat man normalerweise ein Passwort vom Server aufsetzen, das wird da einfach fest eingetragen und der Server Public Key ist einfach noch nicht beim User drin, das heißt, der müsste den eigentlich auch wissen und da ist immer so ein bisschen, das ist kritisch, das erste Mal anmelden, aber danach ist eigentlich, wenn man sich das mal gemerkt hat, dann weiß man, wenn es der falsche Public Key ist, okay, das ist dann offensichtlich der falsche, also wenn man ihn einmal gesehen hat, dann weiß man das ja, der wird ja gespeichert auf dem Server. Auf dem Client, sorry. Genau. Und den Public Key muss man auch oder kann man auch beim ersten Mal anmelden, sozusagen hinterlegen. Das heißt aber, man muss sich tatsächlich das erste Mal mit Passwort anmelden. Und das ist wirklich auch so der Standard, der auch praktiziert wird. Gut. Welche Algorithmen man benutzen darf, das ist auch auf dem Server festgelegt. Das heißt, für die Authentifikation darf man zum Beispiel Passwort verwenden oder darf man nur Public Key verwenden, beziehungsweise nur Kryptographie mit Schlüsseln tatsächlich verwenden oder eben nur Passwort oder beides da verwendet werden oder sowas und auch welche Verschlüsselung benutzt werden darf, das ist auch auf dem Server zu finden. So, das waren jetzt ein paar so, grundlegendes Wissen zu SSH sozusagen erstmal kurz. Kennt ihr wahrscheinlich alles, wie gesagt, ansonsten schaut ihr euch einfach in meiner Server-Einrichten-Serie an, da machen wir das auch wirklich von Hand. Okay, und dann natürlich, wie ist erstmal der Aufbau von so einer Verbindung, naja, zuerst einmal werden Versionen ausgetauscht, das bedeutet, erstmal sagt man, hey, ich benutze SSH Version 128, der Server sagt, hey, ich benutze SSH Version 128, also wunderbar
Und dann sagen beide Seiten, welche Algorithmen sie denn eigentlich unterstützen. Das heißt SSH Message Key Init, wobei man hier das X reingeschrieben hat. Das heißt, welche Algorithmen werden unterstützt und welche Schlüssel werden für den Schlüsselaustausch eben unterstützt. Das schauen wir uns nächstes Mal noch genauer an. Und dann wird der Schlüsselaustausch durchgeführt und dann kann auch wirklich die normale Verbindung anfangen. Das heißt, ja, hier einfach sozusagen der Standard. Es ist allerdings nicht wie bei TLS. Bei TLS ist das Ganze ein bisschen ausgefuchster. Hier ist es wirklich nur so der Standard. Wir tauschen sozusagen hier Schlüssel aus, oder besser gesagt erstmal Versionen, dann welche Algorithmen unterstützt werden, dann die Schlüssel und dann ist schon die normale Verbindung dabei. Das heißt, bei TLS ist das Ganze schon so ein bisschen sicherer. Wir werden aber auch nächstes Mal noch sehen, welche Algorithmen eigentlich bei SSH unterstützt werden und da könnte es dem einen oder anderen von euch ein bisschen schlecht werden. Also wappnet euch. Gut, das war's für dieses Mal wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.